Vorweihnachtszeit ist eine der schönsten Zeiten des Jahres. Die Menschen suchen Geschenke, verbringen Zeit mit ihren Liebsten und genießen die ein oder andere Nascherei. Möglichkeiten, dies zu tun, gibt es viele. Eine besonders gemütliche Variante ist Advent in den Gewölben, in der Festung Mark. Wir versuchen, eine gemütlichere Stimmung zu vermitteln. Wir haben natürlich auch den Vorteil der Gewölbe, die beheizt sind und alles. Dadurch haben wir natürlich auch einen kleinen Pluspunkt. Es soll ein bisschen anderes Segment abbilden als das, was man normalerweise in Magdeburg bekommt. Deswegen ziehen wir auch Stände, die außerhalb von Magdeburg zu uns kommen. Eine bunte Vielfalt aus musikalischen Überraschungen, allerlei Handwerk, schmackhaften Leckereien und tierischen Attraktionen erwartete die Besucher. Doch nicht nur das Programm begeisterte das Publikum innerhalb und außerhalb der Festung Mark. Wir freuen uns, dass Magdeburg so ein schönes Juwel hat und natürlich über die vielen schönen bunten Stände, die unheimlich Vielfalt haben. Es ist einfach was Besonderes, nicht der herkömmliche Weihnachtsmarkt, sondern man kann Handwerk sehen und was Besonderes essen, einfach schön. Diese alten Gemäuer, diese alten Mauern, das hat irgendwas Faszinierendes. Und das finde ich persönlich und wie Sie ja sehen, viele Besucher auch, wunderbar. Wer es am Wochenende des ersten Advents nicht geschafft hat, den Weihnachtsmarkt in der Festung Mark zu erleben, hat vom 11. bis 13. Dezember die Möglichkeit, dies nachzuholen.